Lächelt ein wenig, weil Rapid gewonnen hat, das Derby. Wie war Ihr Eindruck vom Spiel heute? Rapid war die bessere Mannschaft. Fast über die ganze Zeit, die ersten 30 Minuten klar. Rapid hat agiert, Austria nur reagiert und hat verdient gewonnen. Ja, wie immer bei Talk und Tore lade ich Sie natürlich auch ein, mit zu diskutieren über Facebook oder Twitter. Sie sehen eingeblendet die Möglichkeiten, wie Sie auch Fragen und natürlich auch Meinungen abgeben können zum Fußballgeschehen, zu den Derbys heute am Sonntag in Österreich. Und wir können auch gleich einen Blick machen auf die Facebook-Seite von Darren Spoyd, vom Derby-Torschützen. Wir sehen ihn jubelnd in der Austria-Kabine, nämlich in der Rapid-Kabine im Austria-Stadion. Das schmerzt, oder, Roman? Wenn man sowas sieht. Natürlich schmerzt es. Also, es war halt eine bittere Niederlage, kurz vor Schluss. Ja, leider haben wir das verloren. Ja. Wie geht's Ihnen da so? Ja, das ist doch noch nicht so lange her, nach 2-3 Stunden. Na, gut geht's mir nicht, aber. Das habe ich mir fast gedacht, ja. Ja, man kann auch mal verlieren gegen Rapid. Ich glaube, es waren 10 Spiele, wo die Austria nicht verloren hat. Aber wir sind momentan halt ein bisschen in einer Krise. Und so kurz vor Ende des Spiels so ein Tor zu bekommen, ist natürlich doppelt bitter. Ja, Peter Backholt war bis zum heutigen Derby-Sieg von Rapid der letzte Trainer, der ein Derby gewonnen hat. Das war im März, kurz bevor es dann zu Ende war, Ihre Rapid-Zeit. Wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Also, wie der Hans richtig gesagt, also für mich auch verdient gewonnen. Wobei natürlich. Ja, die Riesenchance auf 1-0. Wir haben vor der Sendung schon ein bisschen so diskutiert. Für mich ist er halt nicht, wenn wir schon Kritik ausspringen, nicht dynamisch zu dem Ball gegangen. Also, ja, wie er dann gesagt hat, zwei Gedanken gehabt, aber für mich, wenn ich die ganze Aktion so sehe, und ist er einfach diesen halben Schritt einfach nicht mit der nötigen Spritzigkeit, mit der nötigen Dynamik in den Ball reingegangen, sondern ist er einfach dann nur mehr aufs Kopfball gefallen und das war halt leider. Mit Ausschlag eben, aber ich sage auch, ich bin auch der Meinung, dass der Sieg absolut verdient ist von Rapid. Ja, jetzt kommt der Roman Kinders daher und dann wird er gleich zu Beginn nochmal kritisiert, dass er nicht das Tor gemacht hat. Wir können uns auch die Höhepunkte dieses 307. Derbys ansehen. Dieter Danko fasst für Sie die Highlights zusammen. 10 Derbys ohne Sieg für Rapid. Diese Unserie wollten die Rapid-Fans enden sehen. Die Generali Arena natürlich ausverkauft, 11.500 wollten live dabei sein bei diesem so wichtigen Spiel in Sachen Titelkampf für beide Teams. War Verlieren praktisch verboten. Rapid erwischt den besseren Start, die erste Halbchance dann durch Branko Boskovic nach 20 Minuten. Wesentlich mehr Ballbesitz für die Hütteldorfer. Die Austria kommt erst danach etwas besser in die Gänge. Und dann die erste Möglichkeit, und die hat es gleich richtig in sich, Philipp Hosina. Trifft nur Aluminium. Die Mannschaft von Nenad Bilica, diesmal mit 2 Sturmspitzen, Kinast und Hosina hier gleich mal im Zusammenspiel. Rapid konnte trotz Feldüberlegenheit noch nicht für die großen Highlights sorgen. Die Austria dann gleich nochmals durch Markus Suttner, der kann schießen, und der Ball war dann auch noch von Behrendt gefährlich abgefälscht. Von den Hütteldorfern ist vor dem Tor relativ wenig zu sehen. Dann aber diese Szene. Branko Boskovic zieht ab. Kein Problem für Heinz Lindner. Aber immerhin nach 35 Minuten der erste Torschuss aufs Tor der Austria. Dann noch eine Szene mit viel Diskussionsbedarf unmittelbar vor der Pause. Jun schließt ab und dann gibt es Reklamationen. Der Gastgeber, ein Handspiel soll es gewesen sein. Der Abschluss von Jun und tatsächlich das Handspiel von Christopher Trimmel. Verbreiterung des Körpers. Da hätte Gerhard Kobelnik sich auf den Punkt gezeigt, hätte er die Szene aus dieser Perspektive beobachten können. So blieb's torlos zur Pause. Es roch dann schon ein bisschen nach dem nächsten 0:0, weil es vorerst ohne Highlights weiterging. Die Austria etwas bemühter und Rapid dann mit dieser Möglichkeit. Sabitzer! Schöner Konter der Hütteldorfer, eingeleitet von Steffen Hofmann, der hier genau in die Schnittstelle spielt. Sabitzer schließt ab und dann die Glanztat von Heinz Lindner, der hier noch entscheidend eingreift. Dann wieder jede Menge Taktik, ohne große Highlights bis zur 68. Minute. Die Austria über links, Kinast! Und wieder die Latte. Einmal Hosina, einmal Kinast mit dem Aluminiumtreffer. Das ist Pech. Aber so richtig verdient wäre es trotzdem nicht gewesen, weil
sonst eigentlich sehr wenig gekommen ist vom Meister. Und weil jetzt auch Rapid endlich ernstzunehmende Chancen rausspielt. Der Antritt von Steffen Hofmann, der sieht die Lücke und scheitert an Heinz Lindner. Die Austria-Defensive unachtsam. Hofmann wird nur halbherzig attackiert und Lindner ist wieder zur Stelle. Zoki Barisic, es war kein schlechtes Spiel seiner Mannschaft, aber so blieb es natürlich auf Messers Schneide. 10 Derbys ohne Sieg. Es wäre so schön gewesen für die Hütteldorfer und dieser Traum sollte sich auch erfüllen. Wir sind schon in Minute 88. Das ist Sabitzer, der spielt raus auf Schrammel, der mit der gefühlvollen Flanke. Terence Boyd mit dem erlösenden 1:0. Und diese Szene entscheidet das Match. Schrammel, wie schon in der Europa League, unter der Woche mit einer unheimlich gefühlvollen Flanke zur Mitte. Und da ist dann Terence Boyd nicht unbedrängt, aber dennoch frei genug, um hier so abzuschließen, dass Lindner keine Abwehrmöglichkeit hat. Der US-Amerikaner entscheidet mit seinem 7. Saisontor dieses Prestigeduell für die Grün-Weißen, die also nach 10 Leermeldungen wieder über einen Sieg gegen den Erzrivalen jubeln dürfen. Und was wohl noch wichtiger ist, Rapid darf sich damit in der Meisterschaft wieder nach oben orientieren, während die Austria langsam aber sicher immer tiefer in eine Krise rutscht. Ich glaube, dass wir sehr gut ins Spiel gefunden haben. Von Anfang an hat man auch gesehen, dass wir da unbedingt etwas holen wollen. Und waren immer wieder initiativ. Ja, haben uns Halbchancen herausgespielt. Auch der eine oder andere war zwar dabei, aber wir waren nicht zwingend genug. Trotzdem waren wir immer wieder torgefährlich und haben nach vorne gespielt. Waren läuferisch sehr stark, waren zweikampfstark und haben schnell nach vorne gespielt. Rapid hat einfach besser begonnen, hat den Ball sehr gut laufen lassen. Wir sind einfach nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wir wollten das Spiel auch bestimmen, sind aber wie gesagt nicht in die Zweikämpfe gekommen, sind nur nachgelaufen. Und ich denke, mit dem Lattenschuss haben wir einfach gemerkt, dass da einfach was möglich ist. Und dann sind wir ins Spiel gekommen und leider ist uns kein Tor gelungen. Ich bin einfach überglücklich gerade, weil für mich persönlich war es jetzt der 5. Anlauf. So, jetzt zum ersten Mal das Derby gewonnen. Ganze Mannschaft stand einfach, hat es einfach verdient, weil wir haben echt gut gefightet und relativ wenig zugelassen. Und dann war einfach cool, dass wir es da gepackt haben am Ende. Wir sind in Formkrise, wir sind in Ergebniskrise. Wir können nicht sagen, dass das gut war. Wir können zwei Tage lang reden über die zwei Lattenschüsse. Wir können zwei Tage lang über die Elfmetersituation reden. Aber das ist nicht die Austria, die ich mir wünsche und die Fans auch nicht. Tja, die Enttäuschung bei Trainer und auch bei den Spielern. Roman Kienast haben wir schon gehört. Jetzt hat er auch noch einmal seine Chance gesehen. Peter Bakut hat schon gemeint, den muss man machen. Roman, wenn Sie es jetzt im Fernsehen sehen. Ja, natürlich. Ich bin immer mal einen halben Schritt spät. Dann könnte ich ihn vielleicht ein bisschen besser setzen, aber in dem Fall habe ich ihn gerade noch erwischt im Fliegen und habe ich halt keine Kontrolle über den Ball gehabt. Ja, vielleicht schauen wir einfach noch einmal drauf, um auch die Meinung von Hans Krankl einzuholen, der Roman Kienast ja sehr schätzt. Ja. Hans, was hat Roman in dem Moment vielleicht falsch gemacht, damit der Ball nicht ins Tor geht? Weil es ist ja Pech auch dabei, wenn er die Querlotte gibt. Er macht nur falsch, dass er nicht reingeht. Er geht auch gut in den Ball hinein, so wie man in so einen hineingehen muss, nur wir haben vorher geredet, er hat uns erzählt, dass er zwei Gedanken gehabt hat, er will ihn vielleicht meinen Fuß nehmen und meinen Kopf nehmen und da liegt ganz einfach der Fehler, da fehlt die Zehntelsekunde, wenn du, das geht ja alles instinktiv, wenn er dann gedacht hat, ich mache vielleicht einen Vollrückzieher oder ich nehme meinen Kopf, ist schon spät, dann kommst du um das Zehntel zu spät und das war es wahrscheinlich. Was ist der Gedanke, wie man den Ball nimmt? Ja, also wie ich ihn kommen gesehen habe, habe ich natürlich die zwei Gedanken gehabt, aber ja, ich habe mich dann für den Kopfball entschieden. Ist das insgesamt symptomatisch im Moment für die Situation bei der Austria, dass so etwas nicht hineingeht? Erste Hälfte gab es ja auch wieder mal einen Aluminiumtreffer von Philipp Hosiner. Ja, und eine Woche zuvor auch und auch gegen Atletico Madrid, aber das Glück ist momentan nicht auf unserer Seite. Und wir können einfach nur schauen, dass wir in der nächsten Woche das besser machen und einfach über den Kampf oder über den Willen wieder ein Spiel gewinnen, wo man dann vielleicht Selbstvertrauen tanken kann. Und dann geht es hoffentlich wieder bergauf. Ja, noch eine Szene war in der ersten Hälfte, denn die Chance von Roman Kienast war ja beim Stand von 0:0 und in der ersten Hälfte beim Stand von 0:0
Eine Szene im Strafraum von Rapid nach einem Schuss von Thomas Jun, nämlich hier. Trimmel zunächst korrekt geklärt, das sieht man hier. Zwar auch eigenartig, aber doch geklärt. Und dann Jun-Schuss und Peter Backholt, die Hand war dran. Die Frage ist immer, ist es strafbar oder nicht? Ne? Glück für Rapid, muss man eindeutig sagen. So sieht man die ganze Situation. Glück für Rapid, dass der Schiedsrichter nicht in dieser Position ist, dass er das sieht. Wenn man sieht eindeutig, die Hand geht zum Ball und nicht umgekehrt. Christoph macht einfach diesen Reflex, dass er einfach automatisch kommt und will halt klären mit der Brust, aber das ist sich gar nicht mehr ausgegangen und geht eindeutig mit der Hand zum Ball. Muss man ihm sagen, Glück für Rapid, dass der Schiedsrichter genau so gestanden ist, dass er es nicht sehen hat können. Ja, Roman, war natürlich ein Handspiel, oder? Ja, ganz klares Handspiel. Ja, leider hat es der Schiedsrichter nicht gesehen. Ja, und den Schiedsrichter, der ist angesprochen, Gerd Grobelnik. Der hat nach dem Spiel zu dieser Szene Folgendes gesagt. Was rauskommt dabei, ist eben, dass die gegenüberliegende und die Hintertorkamera, also lupenrein, zeigt eben, dass der Arm ausgestreckt war und absolut ein strafbares Handspiel vorgelegen ist und somit Strafstoß jetzt sein müssen. Ja, wie es halt immer so ist, aus meiner Position halt, steht auch noch die Nummer 32, glaube ich, leider ein bisschen im Blick. Ich habe es so beurteilt während dem Spiel, dass es für mich quasi ein angelegtes Handspiel war und somit eben auf weiter. Ja, das ist halt wieder das Pech mit den verschiedenen Blickwinkeln, aber es war halt leider ein klarer Strafstoß. Peter? Ja? Der ist okay. Genauso war es, wie ihr da gesagt, weil es war ein Handspiel und er hat es nicht gesehen. Von seiner Warte aus hat er es nicht gesehen, daher hat er es nicht gegeben, aber es ist erfrischend zu hören, dass ein Schiedsrichter einmal das sagt und zugibt. Das finde ich gut, weil genauso eigentlich denkt man sich dann als Spieler, wenn man mal betroffen ist. Also Australien ist natürlich nicht so leiwand, aber also genauso muss man denken. Und die Aussage von Schiedsrichter ist schwer in Ordnung. Ja, Gerd Grobelnik, der sonst tadellos das Spiel geleitet hat in dieser Situation, also mit Selbstkritik, weil es eine Fehlentscheidung war. Und um dieses Derby vielleicht auch noch auf Rapid-Seite abzuschließen, sollten wir uns nochmals den Treffer ansehen und auch die Meinung einholen, was da vielleicht falsch gelaufen ist oder besonders gut gelaufen ist bei Rapid, nämlich beim Treffer in der 88. Minute. Peter Backholt, zum einen, da ja, Schrammel, viel Platz. Mit der ganze Angriff schon von hinten, wie die hinten die Balleroberung gehabt haben, relativ schnell nach vorne, dann mit der Seitenverlagerung auf der linken Seite. Ich glaube, Sabitzer war dann am Ball, hat eigentlich das Ganze geht halt da nicht eins gegen eins, merkt, dass er gedoppelt wird, legt ab und schrammelt perfekt auf die zweite Stange an. Und dass der Bald Minchel natürlich da ist und natürlich mit seiner Wucht, mit seiner Dynamik. Habe ich aber schon vorher gesagt, Suttner muss natürlich auch vorher schon vielleicht den Ball entgegengeschriert, aber der kommt natürlich einer idealen Höhe für einen Bald, also, und setzt ihn genau, wie es für einen Stürmer halt gehört. Gegen die Laufrichtung von Thomas. Weil die beiden Innenverteidiger auch sehr weit ausgerückt sind. Also in dem Sinn, glaube ich, muss er der erste Innenverteidiger, der Rogul, muss er mal schon auf der ersten Stange sein. In der Mitte wird der zweite stehen und in diesem Moment muss natürlich Suttner einrücken, aber natürlich geht er leider nicht dementsprechend mit dieser Dynamik zum Ball, wie er Ball zum Ball geht. Ja, und Schrammel hat auch schon am Donnerstag gut geflankt beim Ausgleichstor von Sabitzer. Insgesamt ein schöner Spielzug. Sie haben gemeint, Rapid hat nicht unverdient gewonnen, dieses Derby. Wie sind Sie mit der Leistung insgesamt der Wien im Moment? Zufrieden oder nicht? Von Rapid? Ja. War halt in Ordnung. Ich habe gesagt, die ersten 30 Minuten waren sie klar besser. Dann hat sich die Austria erfahren und zweite Hälfte. Also man muss dazu sagen, der Sprecher hat richtig gesagt, Rapid hat eigentlich keine großen Chancen gehabt. Auch die ersten 30 Minuten nicht, wo sie sehr gut waren. Und zweite Hälfte, dann waren sie auch besser wie die Austria. Dann war diese Chance von Hoffmann, wo man schön in Führung gegangen, wo er sehr schön nach innen geht. Und dann war das Tor, aber das Tor, wie gesagt, also wenn der Rogul rausgeht, muss zumindest der Ortlechner beim Bald stehen, weil der Suttner kann mit dem Bald nicht springen, weil der Bald schwerer ist, größer ist und dann schon in den Bald gegangen ist, der kleine Suttner keine Chance. Der hätte müssen, der Ortlechner tut sein, der hätte durch seine Größe und durch seine Sprungkraft vielleicht mit einem Press beim das Tor verhindern können. Das ist es. Wobei man ja aber aufpassen muss, also, glaube ich, natürlich, das Derby war jetzt sehr, sehr wichtig für Rapid, allein wenn man den Punkteabstand zum ersten Sicht und auch zum zweiten, dritten. Aber ich glaube, in den letzten 10 Spielen war das, glaube ich, der zweite Sieg erst. Wenn ich nicht so ganz falsch liege, von den letzten 10 Pflichtspielen, 2 Siege ist natürlich für auch Rapid nicht unbedingt
das Nonplusultra. Also ja. Darum hat man auch diesen Rückstand. Aber wie gesagt, der Derby-Sieg war heute einmal wichtig, einmal um die Serie zu brechen, weil man denkt, zweieinhalb Jahre. Also Sie haben jetzt ein bisschen größer als das Austria-Herz, oder? Nachdem Sie über der Austria auch gespielt haben. Noch einmal, ich habe ein Fußballerherz und ja, das ist das Allerwichtigste. Und mir geht es nicht um das, ob die auch nicht oben tut oder da lieber gesehen wird, sondern mir geht es einfach, wenn man Fußballer von klar auf ist, dann lebt man mit dem Fußball mit, dann lebt man mit der ganzen Struktur mit. Und, aber wie gesagt, ist für mich ist schon ein bisschen Relation. Wo ich mir ein bisschen schwer tue, dass beide Wiedervereine so weit und so einen großen Rückstand nach vorne haben. Obwohl das natürlich RB natürlich eine hervorragende Mannschaft besitzt, die was auch gleich geblieben sind gegenüber voriges Jahr. Und dass sie das natürlich dann einmal, dass das einmal zum Tragen kommt. Ich glaube, dass beide Wiener Vereine so einen großen Rückstand haben. Wir haben jetzt 13 Runden. Also das sind sehr wenige Spiele, wenn man den Rückstand jetzt schon sieht. Ja. Roman, es kommt nicht so oft vor, dass Sie in den letzten Wochen und Monaten von Beginn weg gespielt haben. Dann geht es jetzt unter Anführungszeichen daneben, das Derby. Wie war Ihr Eindruck, Ihr Verständnis heute im Spiel, auch Doppelspitze mit Philipp Hosiner? Ja, also es war natürlich nicht sehr berauschend heute. Natürlich kann man besser spielen nach vorne. Die Bewegungen waren noch nicht so richtig eintrainiert oder wir haben einfach zu kurz Zeit gehabt, dass wir das jetzt trainieren, das ist 4-4-2. Wir haben die letzten anderthalb Jahre wirklich immer nur mit einem Stürmer gespielt. Das wissen Sie vor allem besonders gut. Das weiß ich vor allem. Ja. Aber ja, das braucht ja Zeit. Wahrscheinlich. Hans, Roman war nicht der Leidtragende, weil Hosiner quasi immer vor ihm gesetzt war. Davor hat er auch noch Konkurrenz bei der Austria. Ist es besser, mit zwei Stürmern zu spielen? Die Frage darf ich gar nicht stellen eigentlich. Ich ziehe sie zurück. Ja. Beide haben die Chance heute gehabt, aus der Führung zu machen. Aber ja, möchte die Stimme. Aber beide, er hat eine Riesenchance, Hosiner hat eine Riesenchance auf Sansen. Also ist das wurscht, ob jetzt eine Spitze, zwei Spitzen, wenn ich die Chance habe. Er hat sehr wenig gespielt, nicht? Das sieht man auch, dass er in letzter Zeit sehr wenig gespielt hat. Also es war sehr schwer. Es war für beide heute sehr schwer, weil das Mittelfeld von Austria war nicht überragend und die zwei Stürmer haben es sehr schwer gehabt. Sehr wenig Bälle bekommen und nur jetzt zu kämpfen, nur alles zuzustellen, das ist für einen Stürmer zu wenig. Wobei ich glaube, also rein von meinen Gefühlen, wenn ich zuschaue, passt er und der Hosiner sehr gut zusammen, weil der Hosiner doch dieser schnelle Typ ist, der lange Sprints macht und ausweicht und er doch der typische Mittelstürmer ist. Also die würden schon zusammenpassen. Aber wie gesagt, wie er sagt, erstens einmal ist es wurscht, weil was kommt heraus und zweitens einmal, jeder Trainer hat seine Philosophie. Mhm. Der eine hat 4-3-3, der andere hat 4-4-2, der andere 4-5-1. Das gibt es schon wieder in Italien, kommen schon wieder zurück zu 3-5-2, wo alle gesagt haben, in Österreich spielen wir 3-5-2, in Italien zum Beispiel Juve spielt schon so wieder. Also es kommt immer darauf an, Taktik ist wichtig, aber das soll man nicht zu wichtig nehmen, weil man soll schauen, was machen die Spieler, was machen die Fußballer daraus. Weil ich kann hundertmal sagen, wir spielen mit drei Stürmern. Wenn die zwei Flügel nicht vierte gingen, dann habe ich sowieso gelogen, weil dann ist er 4-5-1. Also es kommt immer darauf an, was wird daraus gemacht. Das System ist nicht mehr, ich sage System. Ich habe das schon vor Jahren gesagt und bin dann immer wieder so belächelt worden. Das System ist nicht so entscheidend. Ich muss in dem Moment, wo ich im Ballbesitz bin, muss ich wissen, die Mannschaft, was man, wenn ich Ball habe. Anders gesagt, Pep Guardiola hat heuer im Sommer gesagt, wo er von den deutschen Journalisten gefragt hat, welches System er spielt, hat er gar nicht darauf geantwortet. Er hat nur die Antwort gegeben, das System ist nicht so wichtig. Ja, und das stimmt auch heute. Noch einmal, das hat es schon früher gegeben, dass das nicht so wichtig ist. Ja, es geht darum, wie die Taktik ausschaut. Und wenn die Taktik ausschaut, ich presse vorne oder hole mal schnell einen Ball oder spiele, lasse den Gegner laufen, das ist für mich das. Aber dass natürlich dann die gewissen Positionen besetzt sein müssen, das ist klar. Und ob da jetzt ausschaut, egal welches System, dass man es jetzt nennt, weil wenn man heute wirklich genau schaut, auch bei Bayern, kann man keiner sagen, wie die genau vom System spielen. Außer, dass der Neuer hinten steht und dann man Zukic vorne. Und alles andere, die anderen neun Spieler, unheimliche Bewegung. Ja.
Aber wie geht es denn Roman Kienast eigentlich? Weil heute zum Beispiel haben sie sich sehr viel zurückfallen lassen. Also das ist ja ein Unterschied, ob ich mit zwei Spitzen spiele oder einer. Weil als eine Spitze sollte ich natürlich dann in erster Linie dort vorne auf meine Pässe warten. Heute haben sie sehr viele Kilometer geleistet und haben vor allem sich sehr oft zurückfallen lassen. Naja, unser Plan war, dass wir schon vorne attackieren. Aber es waren dann immer zu viele Räume. Die haben immer zwischen uns durchgespielt. Und das hat halt noch nicht so funktioniert, sage ich mal. Aber ich glaube, dass wir einfach kompakter stehen müssen und wirklich gemeinsam als Mannschaft auf den Ballführenden oder wo der Ball ist, hinschieben muss. Und nicht zu große Räume oder zu große Abstände darf man nicht haben, weil sonst spielen sie uns immer zwischendurch und du rennst nur den Ball nach. Und das war halt speziell die ersten 30 Minuten heute der Fall. War es deutlich zu sehen. Wir haben übrigens den Arbeitsnachweis für Roman Kienast von seinem heutigen Derby-Einsatz nochmals übersichtlich zusammengefasst. Zwei Torschüsse, einen davon haben wir gesehen. 40 Ballkontakte, das ist für einen Stürmer tadellos. Auch die Zweikampfbilanz, 11 von 30 gewonnen. Das ist alles, was knapp an die 40 ist, ist eigentlich positiv zu bewerten. Und sie haben 22 Pässe gespielt, die meisten davon zu Hosina, nämlich 5. Von Hosina kam keiner zu Ihnen. Also, durch das, dass ja du nicht da auch zwei Stürmer noch da sitzen, ja, wissen wir ja oft, was das bedeutet, wenn man sie fallen lässt ins Mittelfeld. Das kann auch oft bedeuten, ich bin unzufrieden, weil ich vorhin keinen Ball kriege. Mhm. Jetzt gehe ich natürlich diese 10 Meter, 15 Meter, dass ich zumindest ab und zu wieder einen Ball berühre. Also das hat jetzt nicht unbedingt was mit einer Taktik zu tun, sondern das ist einfach, dann, uns ist es ja nicht anders gegangen, wenn du da vorhin minutenlang keinen Ball berührst und man weiß ja, wie lange ein Stürmer einen Ball hat. Man kann sich in 1 Minuten, 10 Sekunden nicht widersetzen, aber das ist ganz normal. Dann versteckst du dich ins Mittelfeld, dass du die Bälle holst, dass du auch wieder mitspielen tust. Nicht? Aber anders gesagt, die Statistik ist natürlich ideal. Er versucht seinen Stürmer mit dem Stürmer zum Spielen und das ist das Gute. Und das soll jetzt weder gegen einen Hosiner sein, weil er ihm keinen Ball gegeben hat, sondern weil es die Situation vielleicht gar nicht ergeben hat, dass er Hose in den Ball gehen. Ja. Also die Zahlen sind nicht so schlecht, aber das Ergebnis ist natürlich nicht so erfreulich für die Austria, die also im Moment, Roman Kienast hat schon gesagt und wir haben es auch in den Interviews gehört, in einer Krise steckt. Manche sagen jetzt, ist die Titelverteidigung gelaufen? Fragezeichen. 15 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer auf Salzburg. Das alles eben, wie es Peter Backholt auch schon gesagt hat, nach 13 gespielten Runden. Nur ein Punkt aus den letzten 4 Spielen. Dazu noch das Aus im Cup gegen Karlsdorf, den Drittligisten, und bereits 5 Niederlagen, Roman. Das sind schon jetzt mehr als in der gesamten letzten Saison, in der man Meister wurde und insgesamt 4 Niederlagen gehabt hat. Gibt es eine Erklärung dafür, dass im Moment die Fakten gegen den Meister sprechen? Ich kann es mir nicht erklären. Also es hat sich ja grundsätzlich nicht viel geändert. Also wir haben ja nicht jetzt weiß ich, wie viele Spiele abgegeben. Wir haben sogar mehr Qualität dazu bekommen, finde ich. Aber ja, Es läuft einfach nicht rund und wir wissen es selber nicht. Das ist aber dann unangenehm, sage ich einmal, dass es nämlich besser werden soll nächstes Wochenende. Ja, das ist klar, aber wenn man jetzt schon weiß ich, wie viele Spiele nicht gewinnt und in so ein, einfach immer in so einem Negativlauf drinnen ist, weiß man oft, wie schwer das ist, dass man da rauskommt und da braucht man halt einfach ein Erfolgserlebnis und einen Sieg. Das sage ich mal, und den haben wir einfach in der letzten Zeit nicht gehabt. Aber es hat Erfolgserlebnis gegeben, man hat unentschieden gespielt. Nein, gegen Tendi, ich meine, ich sage einmal so, das Riesenerfolgserlebnis ist einmal den Einzug in die Champions League. Also ich glaube, vielleicht kann ich mir ein bisschen helfen mit denen. Ich glaube schon, dass natürlich im Sommer mit dieser ganzen Trainerentscheidung, was auf einmal natürlich da was flöten gegangen ist. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, leider auf unser 85er Jahr, wie wir zum Europacup-Finale gefahren sind und haben im Kicker gelesen, Baric wird Trainer bei Stuttgart. Und da haben sie damals noch fürchterlich im Bus noch aufgeregt, dass ich den Kicker gelesen habe. Ist natürlich auch, war auch nicht angenehm vor diesem Spiel, aber natürlich hat sie bei denen. Die werden sensationell Master, spielen eine tolle Saison und auf einmal mit dem Trainer, auf einmal geht der Trainer, kommt ein anderer Trainer mit einer anderen Philosophie, mit einem anderen Gedanken. Und da hat das natürlich dann eine Zeit lang. Aber sie schaffen dann natürlich die Champions League und haben aber diesen Schwung, warum auch immer. Ich meine, sie haben extrem viel Verletzte im Moment, glaube ich, und auch wichtige Spieler, die sehr wichtig sind für einen. Das fehlt einer. Und natürlich auch, man darf nicht vergessen, Hosiner voriges Jahr
über 30, 32 Tore, das fördert dann schon irgendwo. Und jetzt waren auch, der hat ja nicht immer gemacht, das 3-4-0, sondern der hat entscheidenden Tore gemacht. Entweder zum 1-0 oder Siegtor. Das sind dann schon Momente, die was einer jetzt im Moment fördert. Aber Sie sprechen das an, Hans Krankl, liegt es vielleicht auch nicht nur am Trainerwechsel, sondern auch an den Spielern, dass die Mannschaft vielleicht in der Meistersaison am Zenit gespielt hat? Alles, was die beiden gesagt haben, trifft zu. Das ist es. Sie haben natürlich voriges Jahr gespielt am Zenit und teilweise übers Limit und haben ein Match gewonnen, unglaublich, haben sehr gut gespielt. Und das geht nicht so weit. Und es hat ja heuer begonnen mit dem Eintritt in die Champions League, ist ja wirklich toll. Und jetzt leidet ein bisschen die Meisterschaft darunter, aber er hat vollkommen recht. Ich bin auch der Meinung, sie haben halt viel Verletzte. Und jetzt kommt dazu noch diese Niederlagen. Und das ist auch wieder richtig, was er sagt. Du kommst nur heraus, weil er gesagt hat, er weiß auch nicht, das weiß man nicht. Du kommst nur heraus durch ein Erfolgserlebnis. Das heißt, durch einen Sieg oder durch zwei Siege oder durch einen besonderen Sieg, auf einmal läuft es wieder. Mhm. Das ist genauso, wie sie oft gewonnen haben vor den Jahren zum Master, und haben sich gefreut. Und da waren vielleicht Schnittpartien, das haben die gar nicht gespielt. Weil alles, das geht alles so leicht und alles gelingt dir. Und jetzt kommt es ins Grübeln. Jetzt verlierst du das Derby, das ist nicht gut für Austria. Und einen übermächtigen Gegner, der was vorne ist, den was nachher Angst will. Mhm. Du bist der Titelverteidiger, du bist selber vorne. Und kommen dann die Gedanken dazu. Es fällt einfach diese Unbekümmertheit. Und es kommt ein wenig möglicherweise auch Unruhe, denn im Anschluss an diese Derby-Niederlage hat es heute in der Pressekonferenz von Nenad Bjelica auf folgende Aussage gegeben: Bevor mein Kopf rollt, rollen 3-4 andere. Ja, das sind so Pseudosätze, die kennt man ja als Trainer, wenn man schon. Haben Sie ja manchmal was gesagt? Ne? Ja, immer sage ich mal. So ein Satz habe ich eigentlich nie gesagt, aber trotzdem natürlich der Nenad weiß auch, wie das Ganze da funktioniert. Aber er bezieht das jetzt sicher natürlich mit dieser ganzen Enttäuschung. Ich habe aber das andere Interview heute auch schon von ihm gehört, wo er sich wirklich auch sagt, das ist nicht die Austria, er ist nicht zufrieden, die Fans sind nicht zufrieden, die Spieler sind nicht zufrieden. Also er ist auch selber mit dieser Gesamtsituation, was jetzt momentan mal da ist, ist nicht zufrieden. Und das ist natürlich ist das jetzt ein Spruch, der populistisch ist. Da kann man natürlich jetzt dann auch vieles hineininterpretieren. Es gibt auch Meinungen dazu über die sozialen Medien. Können wir vielleicht mal kurz hineinschauen und auch festhalten. Markus Dammelhardt sagt, wird schon recht haben möglicherweise der Trainer, aber wieso setzt er diese Spieler dann nicht auf die Tribüne? Und durch die Aussage ist der Riss zwischen ihm und der Mannschaft möglicherweise eben noch größer. Darf man das so interpretieren, Hans? Wenn ein Trainer so etwas sagt? Ja, das ist ein Selbstschutz, klar. Der spielt das auch nicht. Wenn man verliert, da sitzt er dann als Trainer dort. Ich habe es ja fast schon wieder vergessen. Aber da sitzen dann ein paar Freunde auf der anderen Seite. Da siehst du an die Gesichter, die, was du gern hast. Also die, was du ein bisschen gern haben, die sind ein bisschen gefasst. Aber die dich nicht so gern haben, die sind voller Freude, um etwa einen Plätzchen zu fragen oder was auch immer. Und als Trainer schützt er dich dann. Das ist klar, er spürt das auch. Das ist das Geschäft. Das Fußballgeschäft ist schon. Und wenn du ganz einfach zu oft verlierst, wird der Trainer entfernt, weil der Trainer ist das schwächste Glied in der Kette. Das ist überall auf der ganzen Welt so. Aber davon muss man sagen, davon ist der Bjelica weit entfernt. Das ist, Obwohl er jetzt ein Spiel zuschauen muss. Er ist nämlich gesperrt worden von der UEFA, nachdem er ausgeschlossen wurde beim Heimspiel gegen Atletico, ist er für das nächste Spiel in 10 Tagen in Madrid gesperrt. Die Austria möchte aber dagegen Berufung einlegen. Ob es was bringt, wird man dann noch sehen. Roman, was kann man im Moment tun? Haben Sie das Gefühl, dass die Mannschaft trotzdem alle an einem Strang ziehen, dass man auch wieder aus dieser unter Anführungszeichen Situation herauskommt? Ja, das Gefühl habe ich schon. Also man sieht es jeden Tag beim Training, jeder will 100% in die Mannschaft, möchte spielen. Und das sieht man tagtäglich, aber im Match ist es dann halt oft nicht so wie im Training. Gibt es einen Gegner auch noch? Bitte? Gibt es einen Gegner eben auch noch, ne? Ja, klar. Aber ja, wie gesagt, also man kann jetzt nur übers Training schauen, dass man wieder die Köpfe freikriegen, schauen, dass jeder hart an sich arbeitet und dass man das gemeinsam durchzieht. Absolut. Ja, das ist auf alle Fälle. Also ich glaube, das war das erste Mal, dass die Austria jetzt in der Champions League spielt, und das war natürlich ein sehr wichtiges Tor. Aber ich sage, den Grundstein haben wir in Zagreb gelegt mit den 2-0. Und dass das schwer wird, auch zu Hause gegen Zagreb, das haben wir alle gewusst. Und Gott sei Dank hat er dann das goldene Händchen gehabt, und ich war zur richtigen Stelle am richtigen Ort und habe ihn dann reingehauen. Ja,
Ich glaube, mit dieser Aussage, die ist natürlich jetzt auch nicht glücklich aus dem einfachen Grund, weil jetzt kommen natürlich die Außenstehenden, die sagen dann vielleicht, es kommt, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Oder die Spieler spielen gegen einen Trainer. Ja, kommt alles jetzt dazu mit so einer Aussage. Und das ist natürlich, jetzt fängt wieder was zum Rollen an, was eigentlich nicht notwendig ist, wenn man so eine Aussage tätigt. Und das ist halt natürlich jetzt die Gefährlichkeit bei der ganzen Situation. Ja. Es wird sich schon kletten. Ja, wie? Nur zwischen die zwei, das wird schon. So weit entfernt wohnen sie ja nicht, ne? Das muss man mal festhalten. Nein. Aber das ist doch schön, dass dann Salzburg, wenn es schon so erfolgreich läuft, mit anderen Dingen dafür sorgt, dass man über sie spricht, oder? Nicht nur mit dem Fußball. Ja, das ist ja. Alles ein bisschen übertrieben. Also. Ja. Es kommt schon wieder alles ins Lot, keine Angst. Ja. Ist nicht so weit. Machen wir den Blick auf die Tabelle nach 13 gespielten Runden. Einiges haben wir schon angesprochen. Salzburg also weiterhin ohne Niederlage, 9 Siege, 4 Unentschieden, 44 Tore. Allein die Tordifferenz ist ja noch einen Zusatzpunkt wert, könnte man fast sagen. 10 Punkte Vorsprung mit 31 Zählern auf die SV Ried, die gestern unentschieden gespielt hat. Dann Rapid als Derby-Sieger jetzt auf einem internationalen Startplatz. 20 Zähler gemeinsam mit Grödig. Und dann, wenn man so möchte, ein kleiner Abstand zur Austria, zum Meister und zu Sturm. Wolfsberg kämpft sich da immer mehr heran. Auch wenn der Neustadt ist dabei. Und in der Frage des Abstiegs, ja, da kann man nichts sagen. Falls Admira wieder Punkte bekommen sollte, dann wäre Admira im Moment sogar Neunter und Innsbruck Letzter. Ja, ich habe das Urteil ein bisschen da mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob das der Sinn des Fußballs ist, wenn man 8 Punkte. Haben wir 8 Punkte an Verein. Ob sie das, egal was sie jetzt gemacht haben, anders gesagt, für was macht man? Wir haben ja schon vor Jahren immer draußen gelernt, für was macht man Lizenzen? Ja, dann darf man es halt dann nicht geben, im Endeffekt. Haben wir jetzt in Deutschland gesehen, ich habe es ja mitgekriegt, mit dem SV Duisburg, mit Aachen, dann gibt es halt dann keine Lizenz. Und dass man dann eine Mannschaft in die Meisterschaft schickt, spielen brav, machen ihre Punkte und Dings, und auf einmal kommt dann, hat dann mit Knippe einer drauf und sagt, 8 Punkte weg. Ja. Da zieht sie die Füße weg. Ich meine, das, wenn man die Tabelle jetzt sieht, eigentlich waren sie ja Vorletzter, wenn man jetzt die 8 Punkte wieder dazu. Und das Sportliche, wie gesagt, also kann man halt so mit solchen Lizenzen dann nicht anfreunden, wenn man dann im Nachhinein während der Meisterschaft an Verein so bestraft. Letzte Woche wurde ich auch ausführlich diskutiert. Die Admira hat mittlerweile das Protestschreiben abgeschickt. Morgen endet ja die Einspruchsfrist und in den nächsten Wochen wird sich dann das Protestkomitee mit dieser Causa auseinandersetzen und dann erfahren wir, ob es also bei diesem Punkteabzug bleibt oder ob es tatsächlich wieder mehr Punkte für die Admira geben wird. Hans Krankl, nur noch ein Gedanke zu Salzburg. Sind die schon durch? Roman? Also so gut wie, würde ich sagen. Also so, man muss auch sagen, so wie sie spielen, international und national, heuer spielen sie sehr, sehr gut. Und da sehe ich für die anderen, also für den Meistertitel, keine Chancen mehr. Nein. Roman, Sie können nicht sagen, dass Salzburg schon Meister ist. Das dürfen Sie nicht als Austria-Angestellter. Aber muss man einfach anerkennen, dass die Mannschaft im Moment schwer zu biegen ist? Ja, es ist auf alle Fälle schwer zu biegen. Also sie sind extrem weit vorne. Und ich glaube auch, dass sie nicht mehr so viele Punkte herschenken werden. Selbst wenn. Es ist einfach zu einem Riesenabstand. Müssen die anderen erst punkten. Rapid hat heute gepunktet, hat das Derby gewonnen. Und trotzdem, das Hauptthema in den letzten Tagen und Wochen ist irgendwie die neue Präsidentschaft, nachdem ja in einem knappen Monat die Ära Edlinger endet. Aber seither wird, man könnte fast sagen, wie in der Politik, quergeschossen. So nach dem Motto Freund, Feind, Vereinsfreund. Markus Klima. Sehen wir hier in die Augen der Entschlossenheit des neuen starken Mannes? Michael Krammer scheint Favorit, der neue große Favorit. Auf den Weitblick von Erich Kirisitz dagegen legt Rapid keinen Wert mehr. Und daran ist er, also der vielleicht Präsident, auch nicht ganz unbeteiligt, weil eben er in diesem Wahlkomitee saß, das dafür verantwortlich war, dass Erich Kirisitz sein Lachen verlor. Aber warum die Abkehr? Vielleicht weg aus Hütteldorf mit dem neuen Stadion. Und das geht nun einmal gar nicht. Vielleicht rein ins Präsidium mit dem Krankl. Vielleicht alles und alle neu. Kirisitz wollte zu viel. Vielleicht. Er soll Rapid im Herzen tragen. Michael Krammer leitete die Reformkommission, macht in Hütteldorf die Farbe Orange salonfähig. Es wird Entschlossenheit brauchen, hier für klare Verhältnisse zu sorgen. Stichwort Außendarstellung. Denn die ist nicht zuletzt wegen der Präsidentenposse nicht die allerschönste. Michael Krammer. Schon bald Rapids neuer Spielmacher?
Tja, das ist die Frage. Am 18. November gibt es die Wahl. Hans Krankl, Sie haben da in den letzten Wochen und Monaten sich auch umgehört, auch Meinungen eingeholt und waren selbst ein Thema. Ist es Michael Kramer, der neue starke Mann? Wird das werden? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Erich Kiresitz der ideale Mann für Rapid gewesen wäre, weil Rapid wirtschaftlich in eine neue Zukunft geführt hätte, in eine moderne Zukunft, und er der ideale Mann gewesen wäre. Der Herr Kramer war schon, wie der Bericht sagt, man muss sich das ja auf der Zunge zergehen lassen, in der Reformkommission. Das heißt, er hat reformiert statt vier Wahlmänner, sechs Wahlmänner, war anschließend im Wahlkomitee, das sind sechs Leute, er war einer von den sechsen, hat den Erich Kiresitz abgelehnt, hat in diesem Moment gesagt, er kann nie Rapid-Präsident werden, auch laut Statuten, weil er im Wahlkomitee war. Zwei Stunden oder vier Stunden nach dem Wahlkomitee hat er dann gesagt, also er möchte gerne auch der neue Präsident werden. Also das heißt, er hat den Wahlkomitee zuerst gegen den Erich Kiresitz gestimmt und hat gesagt, nein, der nicht, und hat sich dann eigentlich selber aufgestellt als Präsident. Also das ist an sich schon so tief, dass schon wirklich sehr traurig ist. Ja, ich höre bei Ihnen auch eine Enttäuschung heraus, dass das so gekommen ist, wie es im Moment ist, nämlich dass Erich Kiresitz kein Thema mehr ist. Ja, es ist eine große Enttäuschung für mich, weil ich ganz einfach finde, dass der Erich Kiresitz von allem der richtige Mann gewesen wäre, weil er hätte Rapid auf eine moderne Zukunft gestellt, in einen modernen Verein umgewandelt, das schon längst gehört hätte. Und er wäre der Mann, der das gemacht hätte, aber er wurde durch Lügen, durch Intrigen, durch Manipulation, durch Dinge, die man ihm nachgesagt hat, eben, es kommt zu wenig im Bericht, außer dass man gesagt hat, er baut das Stadion über der Donau, das wurde dann den Fanforen vorgetragen, das wurde den Fanclubs, gibt es verschiedene, die sich auch beteiligt haben an der Reformkommission, wurde diesen Fanclubs gesagt, also der Erich Kiresitz ist der baut jetzt das Rapid-Stadion über der Donau, völliger Schwachsinn. Dann haben sie gesagt, der Erich Kiresitz ist kein Rapidler nicht, er war immer Rapidler. Also Erich Kiresitz bringt Hans Krankl mit und das soll möglicherweise auch manche verschrecken. Möglicherweise hat ihm das nicht gut getan. Ja, ich habe auch gehört, dass gesagt haben, auch Funktionäre, also die jetzigen Funktionäre gesagt haben, der Hans Krankl kommt zurück und bekommt Geld für eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ich weiß nicht, warum die Sache dann ehrenamtlich heißt, wenn man glaubt, die kriegt dann auch Geld. Also es wäre ehrenamtlich gewesen? Ich hab das nie verlangt und das war immer so ausgemacht. Aber ich denke mir, die Sache ist ganz anders gelaufen. Ich glaube, dass der Erich Kiresitz ein sehr ehrlicher Mann ist und von Anfang an gesagt hat, bei dieser ersten Sitzung, dass er mir erzählt hat, dass er gleich bei der ersten Sitzung mit den alten Präsidiumsmitgliedern gesagt hat, also er will Rapid neu. Und Rapid neu bedeutet ganz einfach ein ganz neues Präsidium. Das heißt, die anderen Präsidiumsmitglieder waren nicht mehr dabei. Und ich glaube, da in dem Moment ist es passiert. Jeder bei Rapid, die jetzt bei den Menschen, die jetzt bei Rapid sind, sind nur darauf aus, ihre Claims zu verteidigen, ihre Positionen zu verteidigen, ihre Sitze zu verteidigen und nichts anderes. Diesen Menschen liegt Rapid nicht am Herzen. Die sind nur beschäftigt, ihre eigenen Sachen abzudecken. Und für mich war immer das Wichtigste, ich habe lange genug gespielt bei Rapid und einige Tore geschossen, das Wichtigste ist der Club. Das Wichtigste sind auch nicht die Fans. Das Wichtigste sind schon gar nicht die Funktionäre. Das Wichtigste ist der Club. Und nach dem Club dann die Mannschaft, die spielt. Und das vergessen diese Menschen. Die haben für Rapid nichts über. Die versuchen nur Positionen und Ämter zu verteidigen. Aber wenn so ist, Hans Krankl, dann war sie auch taktisch unklug angelegt, dass man quasi sagt, man möchte Präsident werden und man tauscht dann nochmal komplett die Führungsmannschaft aus. Dass das nicht auf Willkommensgruß und auf positive Resonanz hing. Davon ist ja auszugehen, oder? Das ist für mich nicht ungeschickt, sondern das ist für mich die Ehrlichkeit, so wie er ist, und das ist Rapid neu. Rapid neu ist auch die Ehrlichkeit. Diese Menschen, die jetzt den Erich Kiresitz verhindert haben, das sind einige. Wenn die wieder ihre Plätze eingenommen haben, dann streiten sie untereinander her. Dann untereinander sich hintergehen. Dann sind sie wieder unter sich. Und das war Rapid neu. Und das war das Wichtigste. Und das wäre das Interessanteste gewesen. Erstens Rapid modern und zweitens Rapid neu. Nicht mit
Marshall Lyon und mir Leon. Und der Kiris jetzt hätte vielleicht gesagt, wir nehmen den Herrn auch ins Präsidium. Und dann hätten alle gesagt, bravo. Jetzt wissen wir wenigstens, was da gesprochen wird. Und dann kommen die Spionen dann den Alten erzählen, was dort gesprochen wird. Nein, Rapid neu hätte auch bedeutet, diese Offenheit und diese Ehrlichkeit. Aber die ist bei den Club mit diesen Leuten, die dort sind, nicht gewünscht. Ja, man muss vielleicht der Vollständigkeit halber sagen, wir hätten auch gerne Stellungnahmen gehabt von Erich Kirisitz und auch von Michael Kramer. Beide waren für Interviews nicht bereit. Und auch mit Rudolf Edlinger, dem noch Rapid-Präsidenten, hätten wir gerne ein Interview geführt. Der wollte das nicht, der wollte nur hierher in die Sendung kommen. Aber das entscheiden dann doch noch wir, wer hier Gast sein wird. Dafür gibt es heute einen offenen Brief von Erich Kirisitz. Der ist am Nachmittag dann online gegangen. Das ist nicht nur ein Brief, sondern auch noch sein Konzept, dass er den Rapid-Wahlmännern, das sind ja 6 an der Zahl, die dann letztlich befunden haben, ihn nicht als Kandidat aufzustellen. Und darunter wollen wir vielleicht ein, zwei Passagen uns nochmals ansehen. Hans Krankl hat schon ein wenig vorweggenommen. Eine davon ist eben, dass Erich Kirisitz in diesem Brief, der übrigens auch online also für jedermann nachzulesen ist, sich dazu bekennt, dass also eben Rapid neu eine personelle Erneuerung in wichtigen Ehrenämtern, aber auch Angestelltenfunktionen bedeuten muss. Und das ist das, Hans Krankl, was Sie jetzt auch schon gesagt haben. Das bedeutet aber natürlich auch, dass das möglicherweise dazu geführt hat, dass viele eben bei Rapid sehr sensibilisiert waren, die im Moment eben noch eine Funktion haben. Die größte Enttäuschung für mich an dieser Geschichte ist die, dass ganz einfach durch Lügen wieder die Fans gegen den Erich Kirisitz, gegen ihn aufgebracht wurden. Und ich denke mir, dass schon einige gewusst haben, dass wahrscheinlich ich mit dem Erich Kirisitz zurückkommen werde. Und diese Fans waren nicht mehr bereit, sich den Erich Kirisitz anzuhören. Da muss ich mir denken, dass die Fans auch gegen mich sind. Das muss ich so akzeptieren. Es gibt eine Demokratie. Und ich erkenne zum ersten Mal, wenn die Fans den Erich Kirisitz nicht wollen, dann wollen sie mich auch nicht. Und das habe ich zur Kenntnis zu nehmen. Das hat der Erich Kirisitz zum Kenntnis zu nehmen. Aber das ist eine Sache, die mich trifft. Die Menschen, die dort entschieden haben und die jetzt in den Gremien bei Rapid sind, die sind nichts wert, die interessieren mich nicht. Die Fans haben mich interessiert und das ist eine große Überraschung, dass man es geschafft hat, diese Fans so zu manipulieren, dass sie nicht an den Erich Kirisitz glauben und in dem Fall auch nicht an mich. Aber das habe ich zum Akzeptieren und das habe ich, diese Kunde habe ich vernommen und die habe ich zu akzeptieren. Ja, und ein weiteres Statement in diesem dreiseitigen Brief von Erich Kirisitz beschäftigt also insgesamt die Tatsache, dass eben ein Wahlmann, wenn man so möchte, Michael Kramer war und der ihn quasi dann eben nicht akzeptiert hat und jetzt selbst möglicherweise Präsident wird. Also sollte die Hauptversammlung am 18. November tatsächlich der Hauptversammlung ein Wahlvorschlag vorgelegt werden und dieser Namen von Mitgliedern jener Wahlkommission, die meine Kandidatur ohne inhaltliche Diskussion und ohne Angabe von Gründen abgelehnt hat, enthalten, dann werde ich dies als undemokratischen und höchst zweifelhaften Akt. Insgesamt ist natürlich zu hinterfragen, wieso überhaupt dieses System ist mit Wahlmännern. Bei Rapid sagt man ja immer, das ist der demokratische Verein, der Verein der Mitglieder und Fans. Ja, ja, es ist ja auch so, diese Wahlmänner wurden ja von 4 auf 6 erhöht. Sofern ich das richtig jetzt sehe, wenn ich hernehme den großen FC Barcelona, dort wird der Präsident von den Mitgliedern gewählt. Nicht von 6 Wahlmännern, sondern von 120.000 Mitgliedern, die natürlich nicht alle erscheinen, aber es erscheinen so zwischen 60.000 und 70.000. Und die wählen dann den Präsidenten. Dieser Präsident wird gewählt in einem offenen Wahlgang. Es gibt 2 Kandidaten oder 3 Kandidaten. Und der Kandidat, der die meisten Stimmen hat, wird dann zum Präsident gewählt. Also das ist eine andere Geschichte. Peter, Sie haben vorhin geschmunzelt. Wieso? Von Anfang an habe ich geschmunzelt, weil es wäre ja nicht Rapid, wenn nicht jede Woche irgendeine andere Schlagzeile war außer sportlichen. Durch das, dass ich lange nur Trainer war und hat sportlich gepasst, war irgendwas anderes. Jetzt haben wir dieses Theater. Für das ein oder andere Theater haben wir Sie gesorgt, Stichwort Sportdirektor und so weiter. Aber bleiben wir vielleicht jetzt. Nein, da habe ich nicht. Ich habe zuerst ein bisschen immer was eininterpretiert, was in mir ist immer dann immer was im Mund reingelegt wird. Oder es ist immer was in die Öffentlichkeit, wie wenn Sie mir nicht verstehen oder was ich was. Das ist dann immer, ich habe mich dann immer gewundert, von wo habt ihr den ganzen Plätzchen? Ich habe nie gesagt, öffentlich, ja, wir verstehen uns nicht, wir verdrängen uns nicht alle. Ich habe es aber immer so getan, wie wenn es so wäre. Also wurscht, ist ja schon lange vorbei. Aber mich wundert es eigentlich nicht, dass jetzt schon wieder
Diskussionen aufkommen. Wenn ich nur bedenke, 2010 war alles noch super gut und da ist offiziell dargestellt worden, wir haben sogar ein Plus auf dem Konto und Sommer 2011 hat schon wieder geheißen, wir haben Schulden. Und dann habe ich gefragt, ja bitte, warum haben wir, und das, alle Monate hast du dann eine neue Schlagzeile, alles was aber mit sportlichen Dingen sind. Und das wird halt wahrscheinlich immer Rapid sein und bleiben, außer wenn es eben so, wie der Erich Kehr es jetzt gehofft hat, da irgendwas Neues zum installieren und man wird halt in der Zukunft... Hätten Sie das für eine gute Wahl gesehen? Ich kenne ihn Erich natürlich auch. Wir haben sogar zusammengespielt. Eben. Und dadurch kenne ich den natürlich, aber ich kenne ihn jetzt nicht so als Mensch von der Wirtschaft. Ich weiß, dass er natürlich einen hervorragenden Job bei Rang Xerox gemacht hat und noch immer hat und auch für das Amt wahrscheinlich auch prädestiniert gewesen wären, aber das ist nicht meine Entscheidung. Ich sage halt nur, man wird halt sehen, was Rapid jetzt in der Zukunft weiter aufstehen wird. Ja. Die Fans haben jetzt geschrien, ein Jahr, wir waren bei Sky, wir zwar, oder mein Druckerschütz, wir waren dort und haben geschrien, Vorstand raus und haben Transparente gebaut, dass ich nur so geschaut habe. Und jetzt bleibt alles beim Alten, fast. Also jetzt frage ich mich... Bleibt es da beim Alten, das ist die Frage? Anscheinend so. Man hat die Sitze verteidigt, man hat die Plätze verteidigt. So schaut es momentan halt aus. Und das Ganze ist alles beim Alten geblieben. Und man hat die Fans. Ich habe das gar nicht so verfolgt, weil ich ja diese Internetforen erstens einmal interessiert mich das nicht. Dann kenne ich mich beim Computer zu wenig aus. Also es ist gescheiter, ich kenne mich nicht aus, was ich immer höre, was da alles geschrieben wird. Und in diesen Internet Foren, da kann manipuliert werden, da wird manipuliert, da werden denen Fans Geschichten erzählt, die gelogen sind, die erfunden sind, alle diese Dinge, die er eh schreibt, nicht? Und du bist eigentlich wehrlos dagegen. Und der Andi Marek, der war der Letzte, mit dem ich gesprochen habe, der hat zu mir gesagt, was da alles im Internet steht, da steht im Internet, sagt man der zu, wenn du kommst, haust alle raus. Habe ich gesagt, entschuldigen. Erstens bin ich noch nirgends, dann aus was für einem Grund soll ich irgendwem alle raushauen? Und er hat gesagt, naja, das wird so interpretiert in den Internetforen und immer mehr und daher sind alle dagegen, weil ich hau alles. Ich habe nur gesagt, wem soll ich alle raushauen? Ich habe dann ihm gefragt. Zum Beispiel den Sportdirektor. Aus was für einem Grund? Weiß ich nicht. Nein, ich habe ihm persönlich gefragt, das geht immer bei mir sehr gut, weil ich eigentlich ein sehr direkter Mensch bin. Und ich habe dann gesagt, Andi, okay, ich hau alle aus, also das steht. Oder vor denen haben wir, nein, steht und alle haben davor Angst. Ich habe ihn dann gefragt und habe gesagt, glaubst du, wenn ich zurückkehre, dass ich raushaue? Da habe ich zuerst den Kehlkopf ein bisschen so gekehrt, direkt gehört, diesen Schlucken. Und ich habe gesagt, nein, du sollst mir jetzt sagen, glaubst du das? Hat er gesagt, nein, das glaube ich natürlich nicht. Sag ich, aha. Also es wird so viel geredet und so viel Gerüchte und manipuliert bei Rapid von diesen Menschen, die dort sind und von anderen Menschen. Das ist unfassbar. Und so kann die Zukunft von Rapid sicher nicht ausschauen. Wenden Sie sich jetzt vom Club ab? Nein, mein Club Rapid, den Tag in mein Herz. Ich war 12-jähriger Bub, bin zu Rapid gekommen und habe dort gespielt, 15 Jahre, ich war 3 Jahre Trainer. Also mein Club kann man da keiner von denen wegnehmen. Außerdem, die haben nicht den Club im Herzen. Ich habe den Club im Herzen, weil ich gespielt. Ich habe grün-weißes Blut, die Funktionäre, die bei Rapid sind, die haben kein grün-weißes Blut. Die sind nur noch einmal auf die persönlichen Claims. Die sind wichtig für ihn, denen liegt Rapid nicht am Herzen. Rapid ist das Wichtigste. Nicht der Kranke, nicht der Kirche, jetzt aber schon gar nicht die Funktionäre. Aber Sie sind ja auch in einigen Momenten, wo die Öffentlichkeit nicht dabei ist, gelten Sie auch als sehr selbstkritisch. Sehen Sie auch, dass Sie Fehler gemacht haben in den letzten Wochen, vielleicht in diesem ganzen Vorfeld? Ich konnte keinen einzigen Fehler machen, weil ich habe mich nie in die Diskussion eingemischt. Es war immer der Erich, der Mann, der neue Präsident werden sollte, von mir hat man nichts gehört. Man hat nur von ihm gehört, dass er gesagt hat, der Hans Kranke ist in meinem Team. Du weißt selber, ich hab da gesagt beim letzten Match, ich habe Interviewanfragen gehabt, 20. Ich habe nicht ein einziges Interview über das Thema gegeben, bewusst, weil ich mich zurücknehmen wollte. Das ist nicht wichtig, ich bin nicht wichtig.
Der Erich Kirisitz wollte den Club in eine moderne Zukunft führen. Und ich habe mich bewusst herausgehalten. Also ich konnte keinen Fehler machen, weil mir bewusst. Aber du kannst dir das Ganze nicht außerhalten, weil alles dann darüber spricht und alles dann die Geschichten erzählt, was alles passieren wird, was ich alles bekomme, was der kriegt und was alles passiert. Dafür kann ich nichts. Aber das ist eh von diesen. Also ich muss ehrlich sagen, es ist nicht lustig und es ist sehr, sehr tief. Und ich muss wirklich sagen, dort, er weiß das auch, aber er braucht das nicht sagen, aber dort befinden sich wirklich böse Menschen. Böse. Ich frage mich aber nur, warum haben die Leute dort auf einmal Angst, wenn Hans Krankl kommt? Die fragst du immer. Wenn ich keinen Träger am Stecken habe, brauche ich ja von nichts fürchten. Oder was ist ja, das? Veränderung tut immer die weg. Veränderung, mir hat die Veränderung weg. Verändern sollen ja die Spieler zum Teil gefürchtet. Ja, haben, das ist doch alles ein Blödsinn gewesen, was ich da alles so außen noch mitgekriegt habe und danach. Aber wenn es von den eigenen näheren Mitarbeitern hinten und vorn belohnt wirst, bedient wirst, dann kriegst du eh so eine dicke Haut. Also ich kann das gar nicht mehr. Wenn jeder seine Arbeit so macht, dass sie in Ordnung ist, ja, dann gab es ja kein Theater bei Rapid. Dann würde ja nicht das Thema andauernd hochkochen. Und aber anders auch gesagt, man kann nicht jeden Fan, der was jetzt der Arme hust und was anderes will, den auch immer wieder Gehör schenken. Sondern man muss als Verein schon ein bisschen seinen eigenen oder seinen Weg auch gehen. Und wie gesagt, wenn da jetzt eine Reform gekommen wird, dass halt einer kommt, das ist ja wie wenn einer eine Firma übernimmt, die was halt vorher nicht so gut gegangen ist und der will die halt gesund sanieren, dann wird er halt natürlich Schritte machen. Und das ist ja genauso bei einer Trainerbestellung, wenn irgendwo ein Trainerjob Verein einen Trainer sucht, da gibt es einmal 50 Bewerber und von den 50 bleiben 20 über, dann von 3 und dann wird es halt einer. Und genauso ist es aber in der Wirtschaft. Das ist ja, glaube ich, bei euch ein Job ja nicht anders. Dass, wenn da vielleicht ein neuer Chef kommt, der sagt, ah, ich brauche neue Reporter, neue Journalisten. Das ist doch ganz normal. Aber wie gesagt, das ist und bleibt Rapid. Das ist Rapid. Und weil wir gesagt haben, wir wissen natürlich nicht, was jetzt passiert. Michael Kramer wird dann wahrscheinlich zumindest einmal als Kandidat sein. Und wenn er der Einzige ist, wird er dann wohl auch gewählt werden am 18. November. Die Frage, die Personalie Sportdirektion ist ja weiterhin offen. Helmut Schulte haben wir schon angesprochen. Da gibt es eine Schlagzeile auf bild.de, wonach Schulte also mit 1. Jänner laut Bildinformationen neuer Manager beim deutschen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf werden sollte. Gut, das wäre dann nicht die allerneueste Neuigkeit, aber Helmut Schulte hat im Rahmen des Derbys heute gegenüber Sky auch in einigen Gesprächen gemeint, dass das nicht so der Fall sein sollte, oder zumindest hat das nicht bestätigt. Also diese Personalie ist damit auch noch offen, wie eben auch die Personalie Rapid-Präsident. Roman, Sie sind froh, oder? Dass Sie noch Spieler sind und nicht Funktionär, oder? So ist es. Ja, aber was geht dann einmal vielleicht später? Bleiben Sie dann? Wissen Sie schon? Das war's nicht. Es gibt nämlich Spieler in Ihrem Alter, die dann schon ein wenig die Trainingsübungen mit verfassen, um vielleicht später auch in dieses Geschäft einzusteigen. Können Sie zu denen? Nein, also ich möchte einfach nur auf mein Training konzentrieren und schauen, dass ich so gut als möglich spiele. Und Kopfbälle verwerte, ja. Zum Beispiel. Den nächsten, Peter Backholt. Sind Sie Privatier oder bekommen Sie jeden ersten von Dresden noch? Eine schöne Lawine, würde man sagen, oder? Ja, so eine schöne Lawine ist es nicht. Also es war schon da, wie im Winter Steffen Menze mich kontaktiert habe, ob ich mir noch einmal das Dresden einmal zuzusagen habe. Selbstverständlich, ich meine, ich habe vorher einmal gehört. Und aber wie gesagt, ich habe dort sehr, sehr viel investiert. Es war für mich eine extrem schwierige Situation dort, wie ich dort hingekommen bin. Und wir haben. Wir sehen auch zu Recht. Wir haben auch zu Recht. Bilder von Ihnen und Sie haben es geschafft, die Relegation. Wir haben auch zu Recht die Klasse gehalten. Was mich bei der ganzen Situation halt immer gestört hat, ist, wenn ich mir zum Beispiel hernehme, Kaiserslautern Hoffenheim, war Kaiserslautern dann leider der tragische Verlierer. Und wir haben die Klasse gehalten und dann hat es immer geheißen, naja, die haben ja nur die Klasse über die Relegation gehalten. Noch einmal, mehr war nicht mehr machbar. Also diesen Kader, was ich dort übernommen habe, der für mich hat der eine fußballerische Qualität. Aber da gibt es andere Dinge, was auch noch mitspielen. Und
Aber wie gesagt, wir haben im Frühjahr eine wunderbare Heimsaison gehabt. Wir haben zu Hause nur ein Spiel unentschieden und eins verloren und die anderen alle gewonnen. Und uns, was uns ein bisschen vielleicht gefehlt hat, war vielleicht einmal ein Auswärtsdreier. Aber irgendwas muss ja gewesen sein, weil im Zuge der Relegation hat man schon gehört, dass das eigentlich ihr letztes Spiel sein wird. Das hat doch schon viel früher angefangen. Ja, aber warum? Leider, aber dann geht's ja weiter. Ich hoffe, dass sie die Sendezeit jetzt aus. Ich mag es aber relativ schnell. Ja, müssen wir schnell machen, ist gerade vorbei. Ja, das Thema hat schon angefangen im März. Ja. Haben schon die ersten Stimmen, weil wir sie nicht abgesetzt haben von den Relegations, was waren die ersten Stimmen schon, boah, ist das überhaupt, wir müssen was tun. Und der Knackpunkt war nach dem Spiel in Aalen, das war das vorletzte Spiel, da haben wir dann 3-0 verloren. Und da haben sie den Steffen Menzer schon mehr oder minder unter Druck gesetzt und gesagt, er soll das letzte Spiel noch gegen Regensburg machen. Steffen war aber, ist hinter mir gestanden, hat auch immer meinen Rücken nach außen freigehalten. Dann haben wir noch Regensburgs geschlagen und weil heute so das Torverhältnis bei Red Bull eingeblendet ist. Und ich bin wegen 6 Tore in der Relegationsblieben. Also Aue hat in Sandhausen in der 82. Minute so ein halb irreguläres Tor gemacht. Oder bla bla bla, wir haben gewonnen und waren wir punktgleich. Und nur wegen 6 Tore sind wir halt in die Relegation gegangen. Aber da ist schon gekommen, er soll nicht die Relegation machen, sondern sie haben wieder wollen sagen, dass der Sportdirektor machen soll. Und der hat sich immer gesagt, nein, wir sind mit denen reingegangen. Und dann haben wir, und das ist ja schon. Ja, aber dann habt ihr es geschafft. Dann geht aber eigentlich die neue Saison los. Nein, dann war es auch nur auf. Man muss, da sind wir schon wieder zweit. Sondern dann war es auch so: Wir gingen in das Heimspiel, Auswärtsspiel in Osnabrück 1-0 verloren. Und während die Leute da oben im VIP-Raum sind, bla bla bla, hat irgendein Verantwortlicher von die Schlagzeilen rausgehauen, egal wie das Spiel heute ausgeht, er ist nicht mehr Trainer. Ich muss aber nur dazu sagen, das Spiel war, glaube ich, auf einen Freitag, ist egal, auf jeden Fall 3 Tage vorher, haben sich von mir Angestellte per SMS schon verabschiedet. Und ich lese die SMS und sage, danke und wünsche mir noch alles Gute. Und ich sage, um was geht? Nein, du bist sicher weg. Mhm. Also was ist das dann 14? So, dann schaffen wir das. Und dann kommt ja dieses berühmte Interview, wo ich zum MDR nach dem Spiel, wir gewinnen 2-0, klasse, 30.000 Zuschauer feiern und dieser Journalist, der ist ja sportlich und sagt, sie sind bei Sky sogar gelaufen, ich habe mein Amt zur Verfügung gestellt. Also ich habe mit Sky gar nicht geredet gehabt, aber so kommen jetzt Gerüchte auf, so wie es jetzt beim Hansa sammelt. So, weniger, ja, aber ich muss ja das dazu sagen, ja, weil es ist ja damals in Sky national zu grinden, also im Sky-Sport. Ja. So, und dann war dieses Interview, wo der mich fragt, sie sind immer. Und ich habe dann das Antwort nochmal gegeben, schauen Sie, ich weiß, was in meinem Vertrag drinnen steht und mehr kann ich nicht dazu sagen. Ja, und bin gegangen. So, dann war natürlich die nächsten paar Tage ein Riesentheater. Frei. Aber es war nicht frei. Für mich war nicht frei. Mhm. Also ich habe in diesem Sommer keinen Urlaub gehabt, gar nichts, weil das hat sich ja Wochen hingezögert, das Ganze. Und aufgrund dessen, dass wir die Fans so vehement hinter mir gestanden sind, hat es eine Umfrage gegeben, glaube Bild war 75% für den Trainer. Ist aber normal, weil auch. Aber ich will es abkürzen, weil sonst ist die Sendung wirklich aus. Dann geht die neue Saison los. So, erstens haben wir einmal Probleme gehabt mit dem Training, weil wir noch Relegation spielen müssen. Wir haben erst spät anfangen müssen und. Fangen gegen Köln eigentlich sehr gut an, können wir sogar gewinnen, hätten wir verlieren auch können. So. Haben aber dann die anderen Spiele, fahren nach Bochum, müssen in Bochum eigentlich gewinnen, spielen aber tut leider auch noch unentschieden, aber es rennt. Dann haben wir die zwei Heimspiele, die haben wir dann wirklich in Sand gesetzt und das. Aber vor dem zweiten Heimspiel ist der Sportdirektor schon gekommen und gesagt, bei der Manns gegen FSV Frankfurt. Sag ich, Steffen, das kann doch nicht normal sein. Aber das ist ja normal, wenn du im Sommer schon das Vertrauen hast. Das war nur meine, sage ich immer, aufgewärmte aber Geschichte. Aber aufgegeben haben sie also, natürlich nicht. Ich habe alles versucht, dass wir gut das Spiel überstehen und. Aber wir haben halt andere Probleme auch noch gehabt. Und mehr kann ich nicht mehr sagen, weil ich habe einen laufenden Vertrag. Ich unterbreche Sie ungern, weil wir haben ja einmal schon einmal so ein Gespräch gehabt, wo wir nicht gegenseitig uns gehört haben. Aber wie denken Sie darüber nach? Der Abgang von Rapid war ja, sage ich einmal, ja, nicht friktionsfrei, massiver Vertrauensbruch hat es dann in der Rapid-Aussendung geheißen. Ein Jahr später Ralf Rangnick. Noch nicht Aufstieg mit Leipzig und jetzt halt Dresden. Ich sage, da braucht man eine eigene Sendung. Ja, muss jetzt ehrlich, nein, aber ganz aber kurz sagen, ich davon, wie werden Sie das? Man denkt das selber noch nicht, und reflektiert, nein, oder? Anders gesagt, bei Rapid, haben wir noch 4 Wochen vor Derby noch gewonnen, in einem Stadion, wo schon Kassen hat, wenn wir, und ich habe ja auch alles im Hintergrund mitgekriegt, wenn wir dort verlieren oder was, ist dort schon Platzsturm,
Das hat sich alles schon gegeben. Ich bin ja auch bei Rapid gesteinigt worden, weil ich mein Trainerteam ausgetauscht habe. Das hat aber Gründe gehabt. Für das bin ich ja gesteinigt worden. Wäre ich ja gesteinigt, nur die Hintergründe sind ja ganz, ganz anders. Ja. Noch einmal, wenn das jedem anderen passiert, der steigt auf die Barrikaden. So, dann bei Red Bull Leipzig muss man eins ganz und klar sagen. Ich habe 4 Wochen, bevor der Herr Rangnick Sportdirektor ist, ein Gespräch gehabt mit dem Chef. Da ist über den Nichtaufstieg nicht einmal was geredet worden. Man darf eins nicht vergessen, die Liga war sehr saustark. Ich habe damals keinen Spieler holen dürfen, der was Ablöse kostet. Im Gegensatz, was auf einmal 2012 passiert ist. Bei mir hat es nur geheißen, alles nur ablösefreie Spieler. Jetzt musst du natürlich neu schauen, du musst der Mannschaft wieder neu formen gegenüber einem anderen Trainer. So, dann war diese Saison vorbei. Mir ist nie gesagt worden, im Gegenteil, der Mateschitz hat zu mir gesagt, mach deinen Weg da, wir haben sie was ausgemacht und und. Dass dann ein neuer Sportdirektor kommt, dass der dann andere Vorstellungen hat, das hat überhaupt nichts. Er hat es verkauft und er wird es weiterhin anders verkaufen. Er hat auch jetzt in Deutschland für mich ein unheimlich negatives Interview gibt, wo Zahlen drinnen gestanden sind und wo sie privat für ein Auto fahren. Aber das tut man nicht. Auch wenn es der Herr Rangnick ist, auch wenn es der Rangnick ist, anders gesagt, ich habe nicht diese Millionen gehabt bei Red Bull, dass ich so viel alles investieren kann und. Aber ich habe dort trotzdem eine gute Arbeit gemacht. Und darum sage ich, trotzdem verspreche ich mich für die Arbeit. Und über Dresden haben wir schon gehört. Also Sie werden wieder einsteigen ins Trainergeschäft in Kürze. Dazu alles Gute, dann sehen wir Sie wieder. Roman, toi 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 beim Verarbeiten der Niederlage. Und Hans Krankl, Ihnen wünsche ich erstens eine schöne Zeit bei Sky und mit Rapid trotzdem.